Hallo meine Freunde und herzlich willkommen beim Renditemuffs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und natürlich auch dem Reselling. Und wenn wir einen Blick auf das Datum richten, dann ist das kein Aprilscherz, sondern der Monat April hat begonnen. Und das heißt natürlich, wie immer, dass es einige Neuheiten bei Lego gibt, die ich euch heute hier vorstellen möchte. Natürlich sei am Anfang wie immer gesagt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gleichzeitig möchte ich natürlich auch betonen, dass diese Sets gerade erst rausgekommen sind, beziehungsweise auch erst in den nächsten Tagen und Wochen rauskommen werden und dementsprechend ist das je nachdem, wie ihr jetzt investiert oder Reselling betreibt, natürlich jetzt nicht unbedingt etwas, was man sofort am ersten Tag kaufen sollte, zumindest aus meiner Sicht. Aber das ist ja keine Anlage- oder Kaufberatung. Ja, und eigentlich muss man sagen, dass es eine ganz schöne Mogelpackung ist, denn die meisten Sets, ehrlicherweise, kommen erst Mitte oder sozusagen sogar Ende des Monats. Wie ihr wisst, im Mai haben wir wie immer den 4. Mai, also 4th of May, also May the 4th be with you. Ne, den Star Wars Tag bei Lego und dementsprechend gibt es da schon einige Sets, die kurz vorher released werden und jetzt schon angekündigt sind und im Shop sind. Deshalb stelle ich sie jetzt schon vor, weil wir kriegen dann auch noch die ein oder andere Neuheit zum Mai bei Star Wars. Ja, und die anderen Sets, wie gesagt, sind ja bis auf ein Set, glaube ich, oder zwei Sets, alle erst Mitte April frühestens verfügbar und einige sind auch schon wieder nicht verfügbar. Aber lasst uns mal kurz reingehen. Wir haben eine Hülle und Fülle zu dem neuen Jurassic World-Film bekommen. Dazu, das finde ich ganz witzig, ich wollte das mit euch mal teilen. Ich habe das gesehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ja noch aktuell ist. Es ist wohl so, dass an vielen Dinos die Universität Columbia oder Pittsburgh oder Pennsylvania, ich weiß es jetzt nicht, in den USA, auf jeden Fall die Rechte daran hat. Also da sind Paläontologen, die Skelette ausgegraben haben und die haben zum Beispiel am T-Rex und so weiter die Rechte daran. Und man hat irgendwie die Rechte nicht verlängert. Das ist wohl mehrere Millionen pro Jahr. Und jetzt kann es sein, dass der Film, der schon zu Ende gedreht ist, weil ja diese Dinosaurier daran vorkommen, gar nicht released wird, beziehungsweise man sich erst, wahrscheinlich wird man sich dann im Nachhinein einigen und wahrscheinlich nochmal etwas mehr raufpacken müssen. Kann natürlich dann auch vom Vorteil sein, dass, wenn sie sich nicht einigen, dass dann eben Lego-Lizenzen, weiß ich jetzt nicht, wenn man eine Lizenz erwirbt, ob die dann ja mit dieser Uni ist oder dann eben mit dem Studio, das den Film gedreht hat. Also es bleibt spannend auf der Seite und ich wollte euch, wie gesagt, mal einige Sets vorstellen. Da sind nicht alle enthalten. Hier habe ich nur die Sets, die ja, sage ich mal, einen Blick wert sind. Und wir fangen an und ihr seht, die kommen erst am 17. April raus, also erst Mitte des Monats und wir haben hier. Und bei Dinos tue ich mich immer schwer mit der Aussprache. Pyroraptor und Dilophosaurus Transport und der Triceratops Angriff. Viele Dinos sind auch nicht neu, also der Pyroraptor schon. Die meisten sind allerdings in einer ja, anderen Farbgebung sozusagen. Und ihr wisst ja, wir brauchen hier nicht über die Teilepreise bei den Saurier-Sets reden. Die sind immer jenseits von Gut und Böse irgendwie. Ich gucke mal kurz, das günstigste Set, wenn man so möchte, ist 8 Cent pro Teil, aber die meisten sind eher 16 Cent und aufwärts. So unter anderem eben auch hier die Sets und das hier zum Beispiel hat 18 Cent pro Teil. Und ja, ich wollte mal, also in der Community ist momentan das hier sehr beliebt. Wir haben hier vier Figuren und einen Triceratops. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier drei Figuren und zwei Saurier und zum Gleichpreis und ein bisschen mehr Steine. Also tatsächlich und haben hier auch einen Wagen und einen kleinen und hier einen größeren. Ich muss sagen, mir gefällt ehrlich gesagt das Set besser, auch aus Investitionsgründen, als dieses Set hier.
Was ich noch erwähnen wollte, und das haben wir jetzt natürlich auch beim Baryonyx gesehen, dass Sets wieder aufgelegt werden mit den gleichen Dinos und dementsprechend kann es natürlich sein, dass es eine gewisse Begrenzung bei den Sets gibt, wie viel sie wert sein können. Also ich mache das jetzt mal auf. Ihr habt ein Set A, kommt raus, kostet 50 Euro und ihr haltet das, bis es End of Life ist und erhofft euch eben 20, 30, 40% Steigerung auf UVP. Und dann kommt ein Jahr später ein Set raus, was 10 Euro mehr kostet, aber den gleichen Dino enthält und den gleichen Spielspaß. Dementsprechend ist natürlich die Upside, bis auf jemand, der wirklich alle Farbcheckungen sozusagen sammelt, natürlich begrenzt. Ne? Das haben wir jetzt bei dem Baryonyx gesehen. Ne? Das Set, das eine war 59,99, das andere ist jetzt 79,99. Kann natürlich auch mal andersrum sein, dass dann eben ein Set ein Dino enthält, wo das Set 129 gekostet hat und dann kommt ein Set raus mit einer ähnlichen Farbgebung. Klar, es gibt immer welche, die alles komplett haben wollen, aber die meisten werden dann natürlich auf das günstigere Set umsteigen. Ne? Das bitte ich immer zu beachten und dementsprechend, ihr kennt ja meinen Spruch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Also wie gesagt, die beiden Sachen finde ich grundsätzlich beide Entschuldigung, in Ordnung. Ich würde allerdings dieses hier präferieren. Dann haben wir hier das, wenn man so möchte, zweitgrößte Spielset mit einem T-Rex und einem, ja, Anthraciraptor. Also auch hier haben wir einen Teilepreis von 19 Cent. Finde ich allerdings auch sehr schön. Also das hier mit einem ordentlichen Rabatt. Es gibt auch noch ein 4-Plus-Set mit einem T-Rex. Gut, da, bei den 4-Plus-Sets müssen wir natürlich nicht über Teilepreise reden. Ich, wie gesagt, finde dieses Set sehr, sehr gelungen und es ist eins meiner Favoriten. Ja, dann haben wir hier Blue und Beta in der Velociraptor-Falle. Eins oder das günstigste Set, was ich euch hier vorstelle. Und ja, wir haben hier einen kleinen Beta, einen kleinen Raptor. Das würde ich, ehrlich gesagt, finde ich das nicht so stark und würde das eher nicht so präferieren. Anders sieht es aus bei dem Quetzalcoatlus. Flugzeugüberfall, das hat man auch schon im Trailer gesehen. Es ist mal ein Flugdinosaurier. Ich weiß gar nicht, ob wir, ich glaube, wir hatten schon welche, aber hier in der weißen Farbe mit einer kleinen Helimaschine hat natürlich auch jetzt nicht extrem viele Teile und für 50 Euro finde ich das aber in Ordnung. Und ja, das finde ich wiederum sehr, sehr schön. Und ja, das größte Spielset aus der Jurassic World und Jurassic Park, ja, weil die beiden Sachen werden jetzt in dem letzten Teil sozusagen gemerged, auch mit den alten Schauspielern, was mich natürlich sehr freut. Ich bin damit aufgewachsen. Kann ich euch noch nicht zeigen. Das größte Set der Reihe ist nämlich für 129,99 Giganotosaurus und Therizinosaurus-Attacke. Ja, aber es wird hier noch nicht aufgeführt, soll aber wohl auch dann zum 17. April kommen. Dann haben wir hier das Display-Set und wir werden ja noch einige Display-Sets dieses Mal besprechen. Aber ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ne? Es ist natürlich eine Anspielung auf Jurassic Park, den ersten Teil. Wir haben hier die vier Figuren, wo dann eben der Jurassic Park, wo jetzt hier der T-Rex ausbricht. Vielleicht einige von euch kennen noch die Szene mit der Ziege und ja, den Angriff hier startet, die vier Figuren, auch mit besonderer, sage ich mal, Farbgebung hier. Und mir gefällt es sehr, sehr gut. Allerdings muss man sagen, es hat natürlich nicht den einen Dino als Figur, sondern eben einen zusammengebauten T-Rex. Muss aber sagen, also es gab ja schon mal im Vorfeld dieses große Set für 249 mit dem, was auch an Jurassic Park angelehnt war, wie auch hier sichtbar. Und das hat sich sehr, sehr gut verkauft. Von daher, ja, bin sehr glücklich mit den neuen Releases. Damit ist wieder ein bisschen mehr Jurassic World, Jurassic Park
Sets dabei, allerdings momentan auch nicht so, dass jetzt welche wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder Ende des Jahres auslaufen, weil die gerade erst im letzten Jahr rausgekommen sind. Dann gehen wir rüber und ich stelle wirklich von Marvel nur, ja, dieses eine Set vor. Es gab noch ein paar Mechs und so weiter, aber die finde ich jetzt nicht so doll. Da ist wieder die Thematik, ihr kennt das ja, ne, dass der Versandpreis eben in keiner guten Relation steht zum Einkaufswert bzw. zum Verkaufswert. Ne, 50% Versandkosten und so weiter. Ihr kennt das mittlerweile schon. Ja, und hier haben wir, und das kommt auch erst am 26. April, ja, zu dem neuen Thor Love and Thunder. Die ja, Barke, das Boot, das von Ziegen gezogen wird. Bin mal gespannt, wie sie es dann umsetzen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut und für 49,99 hier mit 5 Figuren, das kann man gerne mitnehmen. Also finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ja, hier sind ein paar Aufkleber drauf. Klar, bei der Preis, bei Lego zumindest, kann man da auch nicht so viel erwarten. Dann kommen wir zu den Star Wars Teilen und wie gesagt, es gibt drei angekündigte Teile, die kurz vor Mai rauskommen und wir gehen jetzt in die Diorama-Sektion. Es werden drei Dioramen released. Das hatte ja schon Lego als GWP die letzten 4 Jahre gemacht. Da gab es kleine Dioramen als GWP dazu und jetzt haben wir hier drei, ja, sehr, ich muss sagen, eigentlich sehr heterogene Dioramen, weil die sich dann doch vom Aufbau, von der Art her sehr unterscheiden. Wir haben hier einmal den Trench Run aus dem ersten Star Wars veröffentlichten Film, ne? Und wir haben jetzt hier immer auch dann einen Spruch, ne? In dem Fall hier, die Macht ist stark in dem da, aber auf Englisch natürlich. Und sehen hier jetzt eben, wie Luke da durch den Todesstern gleitet und dann zum Abschuss kommt, sage ich mal, und dann den Todesstern dann mit einem guten Treffer versenkt. Dann und haben hier auch das günstigste der drei Dioramen. Dann haben wir, und da merkt ihr sicherlich auch schon, was ich sage, es ist sehr unterschiedlich, hier ein Diorama mit dem Training auf Dagobah, wo allerdings dann drei Figuren dabei sind. Ja, während bei dem ersten gar keine Figuren dabei sind. Yoda, Luke und R2-D2 sind hier. Hier sieht man, wie der X-Wing im Sumpf ist. Ja, teilepreistechnisch kann man hier natürlich nicht drauf gucken, weil 1000 Teile klingt immer schön und gut, aber wie ihr sehen könnt, auch wenn ich die Steine gut finde, es sind halt ganz viele Einsersteine, ne, oder Einserpins und dadurch kommt man natürlich auf diese Teileanzahl. Aber dieses Transparente finde ich ganz gut. Ich muss sagen, es gab ja schon mal so eine Hütte, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ne? Spielwert ist natürlich gering, hier schon etwas mehr, aber ja, also ist es wirklich an 18 plus gerichtet. Und bevor ich dazu weiter was sage, kommen wir zu dem dritten und erstmal dann dem Exklusiven und dabei muss ich immer sagen, wenn ich diese Videos mache, gucke ich immer, ich weiß, exklusiv, teilexklusiv, dann kommt es zu Händlern. Es gibt ein paar Sets, die sind komplett exklusiv bei Lego, dann sind manche 3 Monate exklusiv bei Lego und dann kann es eben auch dazu kommen, dass Lego auch im Nachhinein noch mal eine Änderung vornimmt, beziehungsweise man ist, wenn ich dieses Video aufnehme, noch nicht weiß. Ja, das bitte ich immer mal zu beachten. Ich sage immer nur den aktuellen Kenntnisstand. Also hier wird es so sein, dass es wohl ein erstmal exklusives Set sein wird und dann höchstwahrscheinlich zu anderen, zu ausgewählten Händlern kommen kann. Genau. Während die anderen beiden gleich frei verfügbar sind. Und ja, das ist dann eben dementsprechend auch das teuerste Set, wo es dann wahrscheinlich auch nicht so viel große Rabatte gibt. Und ja, ich weiß nicht so, was ich davon halten soll. Also es ist die Müllpresse, gut, Widerspielwert. Also es ist hydraulisch hier. Ja, man kann die so zusammenziehen. Es hat auch 6 Figuren. Ja, die vier, die eben in der Müllpresse sind und dann eben R2-D2 und C3PO draußen, die dann die nahende Rettung sozusagen sind. Ja, generell zu den Dioramen. Also ich muss ja sagen, klar, Lego will hier auch Geld verdienen, kann man ja auch verstehen.
Ich tue mich generell schwer mit diesem ganzen Lifestyle-Diorama und so weiter, weil natürlich der Markt dafür relativ begrenzt ist. Und ich denke mal, jeder, der dieses Hobby hat, ähnlich wie Modelleisenbahn oder Autosammeln und so weiter, irgendwann ist halt der Platz voll. So, jetzt gibt es natürlich Dioramen und Helme und Pflanzen. Und man muss immer gucken, was kann man sich vorstellen, dass A, die Frau mitspielt in den meisten Fällen und B, was wird am meisten ansprechen? Also als Beispiel ein Bonsaibaum oder ein Strauß aus Lego finde ich ganz schön und damit hat man, glaube ich, eine breitere Interessentengruppe, als wenn man jetzt nur Star Wars Sachen macht. Das ist meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass die Helmkollektion bisher sehr, sehr gut angekommen ist von Star Wars und dass ja auch nur Star Wars ist. Dementsprechend, es bleibt abzuwarten. Ich gucke mal, wenn es gute Angebote gibt, werde ich sicherlich auch das ein oder andere mitnehmen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass hier der Spielwert doch eher gering ist und dementsprechend mal man da doch etwas drauf achten sollte. Aber sagt mal gerne in die Kommentare, was ihr von den Dioramen haltet. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen gut, finde ich sie von der Aufmachung her. Gut, über Preis muss man, glaube ich, nicht reden, ist natürlich verdammt teuer. Aber ja, Lego geht natürlich schon einen ganz anderen Weg als die, ja gut, die letzten Jahre nicht, aber die letzten Jahrzehnte davor. Ne? Ja, und dann kommen wir zum letzten Set. Ihr seht, es sind gar nicht so viele letztendlich, nämlich aus der Creator Expert-Reihe, die Autoreihe, da gibt es ja nicht nur ikonische, reale Autos, die aufgelegt werden oder Mopeds, sondern eben jetzt auch nochmal die Zeitmaschine der DeLorean aus dem zweiten Teil Zurück in die Zukunft mit der Möglichkeit auch des Umbaus und zwei Figuren, nämlich Doc Brown und Marty McFly, glaube ich, heißt er. Genau. Und ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit den Autos grundsätzlich. Ich kaufe die immer ganz gerne oder hole sie mir ganz gerne, wenn es dazu ein cooles GWP gibt. Dann finde ich es ganz gut. Und habe mir auch den Ghostbuster-Wagen geholt. Also werde ich mir sicherlich auch den DeLorean holen. Aber jetzt noch nicht von den Anfang und auch nicht in der Masse. Ansonsten, hier ist auch ein Lightbrick drin für den Fluxkompensator. Also ihr seht, ich habe Filme natürlich auch gesehen und ja, finde es aber grundsätzlich gut gemacht und es ist natürlich eine Neuauflage. Die Figuren sind jetzt die dritten, die es gibt und der DeLorean ist, wenn mich nicht alles täuscht, der zweite, denn der DeLorean ist jetzt auch größer und natürlich besser. Ein alter Bekannter, denn es gab den zuerst als sogar einer der relativ frühen Ideaset, nämlich ja, die 21103. Ich habe euch den mal hier, gut, das ist natürlich nicht brandneu. Ich habe euch den mal hier rausgesucht. Ich glaube, der hat damals, ich müsste lügen, 59, 9, zwischen 49, 99 und 69, 99 um den Dreh gekostet und ist jetzt dementsprechend natürlich auch wert, wenn man den als, ja, als noch komplett Originalverpackung hat, ordentlich im Wert gestiegen. Und ja, dementsprechend, wenn ihr keine Sammler von Ideaset seid und unbedingt einen DeLorean, die Zeitmaschine haben wollt, dann rate ich euch natürlich zu dem. Aber das ist eben auch so eine Sache, ne? Also hier ist es Ideas. Man muss immer gucken, ob nicht irgendwann eine Neuerscheinung kommt, die dann eben das etwas kannibalisiert, ne? Dass die Investitionen und dementsprechend klar, es gibt immer welche Enthusiasten, die sagen, okay, ich möchte aber das Ideaset und nicht den Creator Expert, aber klar, die Interessenten oder die Gruppe wird dann natürlich immer kleiner. Aber ich finde es ein schönes Set, würde jetzt aber auch hier nicht alles auf eine Karte setzen. Ja, das war's mit mir. Eigentlich relativ wenig Sets, aber dafür dann doch ein 20-Minuten-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, euer Markus. Ciao.